Mit 1,5 Jahren stand die Salzburgerin Anna Rauchmann zum ersten Mal auf den Skiern. Ihre Eltern haben sie motiviert, die ersten Schwünge zu ziehen. Heute zählt die 15-Jährige zu den großen Nachwuchstalenten des Salzburger Landesskiverbandes. Von Anfang an hat es mir gefallen. Und zum Rennsport bin ich zufällig durch ein Rennen in der Schule gekommen. Und das habe ich dann gewonnen. Und dann haben mich meine Eltern bei einem Skiclub angemeldet. Annas zweitgrößte Leidenschaft war das Trampolinspringen mit sehr, sehr vielen und großen Erfolgen. Nach dem Motto von Marcel Hirscher, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, konzentriert man sich jetzt nur mehr auf das Skifahren. Also ich hoffe schon, dass ich es als Beruf ausleben kann, aber steckt so viel harte Arbeit und Training und alles hinter dem Ganzen. Und ich hoffe, dass ich mich auch nicht verletze und dass das alles nach Plan läuft. Harte Arbeit, die sich über das ganze Jahr zieht, denn schon im Sommer gilt es, sich auf die Wintersaison vorzubereiten. Ausgleichssport wie Laufen, Radfahren, aber generell das Konditionstraining sind hier wichtig. Im Winter angekommen geht es auch bei den Nachwuchssportlern ambitioniert zu. Wenn ich ein Rennen habe, dann stehen wir meistens gegen 6 Uhr auf, fahren dorthin. Dann gehe ich mich sehr oft, also 3-4 Mal einfahren. Dann gibt es eine Besichtigung, die ich meistens mit Skiclub-Trainer oder auch von meiner Schule durchführe. Und dann oben am Start wird sich aufgewärmt und der Lauf nochmal durchgegangen im Kopf. Und meistens habe ich nicht so lange Zeit, weil ich immer bei den Anfangsstartnummern dabei bin. Den Pokal, den habe ich bei meinem ersten Landescup-Sieg bekommen und der bedeutet mir am meisten, weil der Sieg war sehr unerwartet und das hat mich echt gefreut. Im Halbjahr 2019 wechselte Anna Rauchmann vom Salzburger Sportgymnasium in die höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski in Bad Hofgastein.